Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit On The Road. Wir sind wieder hier nach der Live-Sendung und wir wollen wieder Themen besprechen, die wir in der Sendung nicht mehr geschafft haben, aber die doch besprechenswert sind. Okay. Ja. Ey, hier ist der Christian übrigens. Kennt ihr? Oder? Ich bin der Sascha. So, in Elkhart. Elkhart, Indiana. Okay. Ja. Machen sich Friseure strafbar, wenn sie einem Kind androhen, ihm die Ohren abzuschneiden. Okay, ja. Ja. Also das ist eigentlich der Klassiker beim Friseur. Öfter eigentlich. Mal so, ne? Zappel nicht so rum. Sonst schneide ich dir die Ohren ab. Genau. Ja. Oder es wäre schöner zu sagen, wenn man sagt, pass auf, sonst kann es passieren, dass ich dir die Ohren abschneide. Ja. Aber? Nein. Nicht in Indiana. Nicht in Indiana, genau. Ja. Und in Louisiana wird es Bankräubern nach dem Überfall, nee, Moment, ein Gesetz in Louisiana verbietet es Bankräubern nach dem Überfall mit einer Wasserpistole auf Kassierer zu schießen. Was? Ja. Also, wenn die jetzt eine Wasserpistole dabei haben und die sind jetzt aufgeflogen, dass sie nur eine Wasserpistole dabei haben, dann ist es immer noch verboten, abzudrücken und aus Spaß die Kassierer nass zu machen. Wegen dem Schock. Wegen dem Schock, genau. Also dann werden sie noch härter bestraft. Ja. Weil sie haben die Bank überfallen, 40 Millionen geklaut, aber... Nee, eben nicht geklaut. Nicht geklaut. Ja, die sind ja aufgeflogen. Draußen ist die Polizei, sie kommen irgendwie nicht raus und sie haben aber nur eine Wasserpistole und jeder weiß es. Also sind sie nicht mehr gefährlich. Ja. Aber aus Spaß ist es dann immer noch verboten und es wird härter bestraft, als der Banküberfall an sich bestraft worden wäre. Wenn sie mit dieser Wasserpistole den Kassierer nochmal flüp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 flüip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